So, meine lieben Freunde, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zur Let's Play Resident Evil 4 HD, Folge Nummer 21. In der letzten Folge sind wir allein mit Ashley rumgestapft und haben ein Schieberätselchen gelöst. Haben sie damit Leon gerettet mit unserem wunderschönen Scharfschützengewehr, wofür wir sehr viel Munition verbraucht haben, was aber gar nicht so schlimm ist, denke ich, weil wir sicherlich noch welche finden werden. Mal sehen, was uns heute so erwarten wird. Wir sind jetzt wieder zu zweit unterwegs. Hier liegt unser Freund Louis, der leider verstorben ist. Wir müssen jetzt einen Weg finden, dieses Schloss zu verlassen und auch ein Gegenmittel finden. Ich weiß bloß gerade noch nicht so richtig, wo es lang geht. Ich denke mal hier. Ja, hier müssen wir lang. Das sieht neu aus. Und ich könnte wetten, wir müssen eventuell schon in dieser oder in der nächsten Folge gegen Salazar an sich kämpfen. Weil das sieht ja schon sehr nach dem Finale des Schlosses aus. So, hier können wir schon mal draufsteigen. Und da können wir mit so einer Gondel fahren, so wie es aussieht. Was werde ich wohl als erstes tun? Ich werde das mal speichern. Falls wir sterben sollten, ist es, glaube ich, von Vorteil, hier nochmal gesaved zu haben. Und ich werde mal probieren, hier rüber zu kommen. So. Was für ein krankes Gefährt. Kommen wir hier schon rein? Ja. Oh. Okay. Da müssen wir auf jeden Fall hin. Ach du Heilige. Was ist das denn für ein kranker Scheiß hier? So, die sind schon mal mit einem Schuss Geschichte. Ich werde die mal versuchen, hier wegzuschießen. Ach, der dreht sich langsam zu mir. Scheiße. Oh, fuck. Sammeln wir mal das Gold ein. Das Problem ist, ich kann den nicht so richtig erreichen. Vielleicht schaffe ich es jetzt. Nee, keine Chance. Also, ach, da oben sind Schäkel. Die ich aus irgendeinem Grund nicht durchballern kann. Scheiße. Was mache ich denn jetzt? Ach so, das Ding dreht sich. Hier kann ich weitergehen. Okay. Fuck. Noch schießt der Kopf nicht auf uns. Oh Gott, hier ist schon mal ein Gegner. Oh Gott, shit. Ah! Da ist noch alles. Noch so ein Typ. Oh! Okay, ganz ruhig. Wir schaffen das. Jetzt. Das war's. Hat sich geduckt. Es kommen noch mehr. Ich fasse es nicht. Wir nehmen mal unser wunderschönes Messer. Oh, fuck. Uuuh.
Okay, 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 okay. Es wird langsam ein bisschen brenzlig hier. So, was haben wir hier? Ein Anhänger. Scheiße, Alter. Wir kommen hier nicht so richtig an den Typen ran. Können wir hier oben vielleicht die Scharniere wegballern? Funktioniert nicht. Entweder liegt es an der Waffe, dass wir das nicht abschießen können, oder... Die sterben auch... Ah, die sterben auch ewig nicht. Come on! Lad schneller nach. Okay, es kommt wahrscheinlich so, wie es aussieht. Immer neue Gegner. Ja, wir kommen unendlich neue nach. Deswegen werde ich jetzt mal zurückgehen. Wenn ich es denn schaffe. Versuche jetzt mal was. Ich gehe mal ganz hinter, Freunde, und probiere mal mit dem Scharfschützengewehr die Scharniere wegzuschießen da hinten. Komme ich da ran? Es ist auf jeden Fall sehr weit weg. Okay, ich sehe die Scharniere. Ich sehe nicht mal das ganze Ding von hier aus. Es ist einfach, als wäre es weg. Ist ja super. Das ist ja wunderbar. Kann ich das hier noch rein kombinieren? Ja, ich nehme jetzt noch nichts. Ach, die kommen ja also langsam. Okay, die kommen langsam rüber. Sehr schön. Das freut mich. Ach, scheiße. Falsche Taste. Ich sehe nicht mal den Drachenkopf von hier, ne? Ganz komisch. Entweder ist der wirklich so weit weg, oder er ist... Ah, er fährt sozusagen, alles klar. Er fährt immer runter, wenn ich da bin. Probieren wir es mal damit. Auch das... Ah, das funktioniert. Okay. Also war einfach die Waffe zu schwach für diese Scharniere. Alles klar. Gut, Freunde. Es läuft. Wir haben zwar ein bisschen Munition verschwendet... Und langsam gehen unsere Ressourcen so ein bisschen zur Neige. Aber ich hoffe, dass wir das trotzdem schaffen. Warte mal, haben wir nicht schon ein so ein komisches Ornament gefunden? Können wir die... Ach, guck mal, wir haben schon drei davon. Können wir die zusammensetzen? Momento. Kombinieren? Ne, die kann man nicht kombinieren. Ah, die müssen wir hundertprozentig irgendwo später einsetzen. Mal sehen, wo das sein wird. Als nächstes wird, denke ich mal, mit der Gondel gefahren. Der Raum hier, muss ich sagen, den fand ich jetzt schon recht geil. Das ist zwar total krank, dass die hier so eine Anlage stehen haben mit dem ganzen Lava-Zeug und so. Das ist schon ziemlich krass, aber war cool. So. Aber jetzt wird Gondel gefahren. Hallo Ashley, schön, dass du noch lebst.
hoffe, du lebst noch eine Weile. So. Ach so, vielleicht sollten wir vorher nochmal speichern. Nur so zur Sicherheit. Falls irgendwas schief geht. Alter, wie wir schon fast 8 Stunden Spielzeit haben. Die Zeit verrennt in diesem Game, das ist der Wahnsinn. Aufsteigen. Mal sehen, was uns jetzt Wunderschönes widerfährt. Ach so, okay. Ich dachte schon, wir müssen ja während der Fahrt irgendwelche Gegner besiegen oder irgendwas. Dabei war das nur ein Transportmittel. So. Okay, jetzt sind wir wieder am Anfang. Ach, und hier können wir das Zeug einsetzen. Alles klar. Jetzt sind wir wieder ganz am Anfang. So, da setzen wir diesen ganzen Scheiß hier mal ein. Klack. Und das letzte noch. Blub. Und schon öffnet sich die Tür. Und ich ahne hinter dieser großen Tür, Freunde, ich ahne einen Bossfight. Ich habe keine Lust drauf, aber ich glaube, da müssen wir leider durch. Was ist denn hier oben noch? Handgranate. Ah! Okay, und da oben ist noch ein Schatz versteckt. Wahrscheinlich ist er schon die ganze Zeit da oben. Come on. Wir haben ihn nur noch nicht entdeckt. Das finde ich so schön an Resi 4, muss ich sagen. Diese versteckten Schätze, die sind schon geil. Diese versteckten Schätze, die sind schon geil. Wir haben bestimmt auch schon wieder die Hälfte übersehen, aber es ist ja auch halb so wild. Mal sehen, was das jetzt war. Hoffentlich was Teures. Purpurner Edelstein. Der ist bestimmt einiges wert. So. Da ich so einen kleinen Speichertick habe, Freunde, es tut mir leid. Save ich hier nochmal das Game? Obwohl es eigentlich sinnlos ist, wenn man stirbt, wird man wie am letzten Checkpoint zurückgesetzt, also an der letzten Tür, wo man durchgegangen ist. Aber vielleicht rage ich ja so hart, dass ich keinen Bock mehr habe und das Spiel beenden will. Dann haben wir wenigstens einen Speicherpunkt. Okay. Noch eine Gondel. Und kein Händler zwischendurch. Das ist ein bisschen blöd. Aber wir hätten zurückgehen können, ne? Da waren Händler. Wir hätten zurückgehen können. So. Wo zur Hölle bin ich jetzt? Schon geil aus hier alles, muss ich sagen. Ich finde das geil. Das Spiel ist auch sehr gut gealtert. Gut, wir spielen jetzt eine HD-Variante, aber es ist wirklich grafisch noch gut spielbar. Okay. Wo zur Hölle bin ich jetzt? Aha. Aha. Okay. Haben wir ja noch so. Spinell. Ach, gelbes Kraut ist so geil. Ich liebe gelbes Kraut. Weil wir dadurch unseren Lebensbalken vergrößern können. Und ein Dokument mal wieder zu lesen. Erhaltene Probe. Wie du vielleicht weißt, hat Lord Settler Sarah beseitigt. Die Probe ist, wo sie hingehört. Ich hatte gehofft, alles könnte geregelt werden, ohne den Lord zu belästigen. Hauptsache, die Probe ist wieder da. Ich freue mich maßlos. Jetzt, wo die Probe in unserer Obhut ist, ist es schwerer für die lästige Frau heranzukommen. In dieser Hinsicht ist es schade, dass Sarah gehen musste. Auch er hätte eine strahlende Zukunft vor sich gehabt, hätte unseren Glauben geteilt. Er heißt übrigens Louis für uns und Sarah scheint so sein Name für die Leute hier zu sein. Oder woher habe ich den Namen Louis? Bilde ich mir das ein? Nee, der hieß Louis.
Das Schicksal der beiden anderen Amerikaner hat der Lord in unsere Hände gelegt. Wir dürfen ihn nicht enttäuschen. Wir werden Ashley fangen und vor den Lord bringen. Das, meine Freunde, glaube ich eher nicht, dass das passieren wird. Ich habe da immer noch ein Wörtchen mitzureden. Oh, hier ist auch noch so ein großer... Wait. Warte mal bitte hier kurz, Ashley. Diese Statuen. Ungut. Ungut. Wir wissen... Hier, die zum Beispiel. Die beiden da. Guck mal, wie sie schon wackelt. Das wird wohl jetzt ein Quicktime-Event bedeuten, Freunde. Das wird jetzt ein Quicktime-Event und ich habe überhaupt keinen Bock drauf. Deswegen machen wir erstmal das Rätsel. Follow me. Wenn es ein Rätsel ist, ich glaube schon, weil in diesem Raum da hinten, das kam mir so vor, als wäre das ein Rätselraum. Mal sehen, ob wir da bestehen können. Hier geht's auch nochmal lang. Alter, wie groß das hier auf einmal ist, ne? Voll weiträumig. Ja, Haufen Edelsteine. Schießen wir alle mal runter hier. Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist hier sehr... Wenn ihr rausguckt, sieht man, wo man an Grafik gespart hat. Aber es ist doch nicht so schlimm. Stört mich ehrlich gesagt null. So. Holen wir uns wenigstens noch die Edelsteine. Come on! Triff doch. So, und hier müssen wir irgendetwas einsetzen. Ein Toast auf unsere königliche Hoheit. Okay, Freunde, hier müssen wir irgendwas einsetzen. Das müssen wir finden. Das werden wir wohl finden in den beiden Räumen, die wir gerade ausgelassen haben. Also hinten in dem Gang, wo die Statuen stehen und in diesem Rätselraum. Aber diese gucken wir uns in der nächsten Folge an, würde ich sagen. Ich würde die Folge jetzt hier an dieser Stelle beenden. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und seid beim nächsten Mal wieder dabei. Ich werde gleich noch eine Folge aufnehmen. Das heißt, die nächsten zwei Tage kommen dann wieder schön Videos. Ja, Freunde, danke mal wieder fürs Einschalten. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Macht's gut, immer, dass ihr weiterzocken. Tschüss, bis zum nächsten Mal.